Aber jetzt, wo wir klettern können, hole ich mir natürlich noch die zwei Pokémon. Ist doch klar, ne? Eigentlich schon bald 2 Uhr. Aber ich würde das Wochenende wenigstens noch den hier dann irgendwie machen. Und die zwei Pokémon würde ich mir auch jetzt noch gerne unterm Nagel reißen. Jetzt kann es ja egal sein, wo. Wo die Dinger sind. Jetzt kann ich klettern. Ich würde zwar viel lieber fliegen, aber. Komm, jetzt halt, ich will mal sehen, wie das aussieht. Oh, Mensch. Knusperwaldweg. Oh ja, Raichu, komm mal her. Da läuft was Interessantes. Ich muss mal gucken, was das ist. Nicht sterben. Au! Ich glaube, ich kenne das Pokémon da hinten. So ein. Raichu, wenn seine Backentaschen voll aufgeladen sind, stehen seine beiden Ohren senkrecht nach oben. Mantidea, ja. Töte ich es damit? Nee. Ach, leck mich doch. Ach, verdammt. Hat's nicht ausgehalten. Ja klar, es ist effektiv, aber ich dachte, es wirst du wenigstens noch aushalten. Da ist auch der Hund, den. Vostelka.
Komm schon, ist das dein Ernst? Gemacht, wäre es weg gewesen. Komm schon. Ah, das war's. Ist auch kein Pokémon Center irgendwie in der Nähe. Dieses Pokémon liebt es, mit Kindern zu spielen. Für gewöhnlich ist es friedfertig, doch wenn es seine Familie beschützt, ändert sich das. Oberhaupt-Pokémon, das ist ja nur Unlicht. Oh nein, ich bin nicht gegen euch. Das ist halt voll der Don, ne? Mogel brauchen wir ja noch nicht. Sein gesamter Körper steckt in einer stahlharten Schale. Ihr Inneres bleibt ein Geheimnis. Warum sollte man sie so knacken? Ein Tanzer. Wir haben noch keinen einzigen Tanzer gesehen. Ja, schon, aber nicht als Video.
Hey Mogelbaum. Du hast mich ganz schön gearscht, ne? Dolla, um nicht angegriffen zu werden, gibt es vor, ein Baum zu sein. Es hasst jedoch Wasser und flieht vor Regen. Ich glaube, die Olive level ich mal. Generell, es gibt noch Pokémon, die ich leveln muss. Entwickeln muss halt, ne? Wo ich glaube nicht die Entwicklung sehen werde, sonst mit dem Mogelbaum passiert. Oh, Tentagra, hi. Da weißt du was? Tentakelmonster kann man immer gebrauchen. Das ist die Herbstversion davon, ne? Boah, wie viele von denen ich schon gefunden habe. Wie viele ich schon gefangen habe, oder? Meine Hyperbälle gehen auch wieder dem Neige zu. Wenn ich das mit anderen Pokémon-Spielen vergleiche, ne? Man sieht mich da kaum Pokémon fangen. Man sieht mich eher gegen Trainer kämpfen. Weil da, also in den ganz alten Spielen, also gibt es fast nur Trainerkämpfe und so. Wenn man bedenkt, hier levelt man wirklich meist nur, wenn man Pokémon fängt oder so. In seiner Herbstform ist es für sein besonders ungestümes Temperament bekannt. Männliche Kronjuwelen liegen ständig miteinander im Twist. Da ist eine Trainerin. Oh nein, lasst mich doch mal in Ruhe. Ich habe gehört, dass ich hier irgendwo ein Pokémon offen halten soll, das der Herrscher der Drachentäuschung genannt wird. Das ist schon besiegt. Ist nicht mehr. Hortensia? Niffen.
Ja, schnüffel du nur. Das erste Mal, dass wir einen Maxax sehen. Und es ist auch schon wieder weg. Applaus für Maxax. Zweifachladung. Anwender nutzt die gesamte Elektrizität in seinem Körper, um großen Schaden auszuteilen. Restliche Kampfdauer gehört er nicht mehr vom Typ Elektro an. Was? Ja, ist stärker als... Ja, okay. Gilt das auch für Terra-Typ? Warum Drachentäuschung? Welcher Drache täuscht wen? Wurde ich etwa getäuscht? Hier ist sogar der Schrein. Ich suche mal eben den Schrein. Na komm, geh runter. Hallo, geh runter. Fandra. Nee, nee, das überlebt er nicht. Ach komm. Weißt du was? Einfach schmeißen. Na gut, das war ja auch klar. Überlebt er das? Ich glaube, ich überlebe das nicht. Jawohl. Und dann noch einen der kleinen Drachen als
Entwicklungsding. In der Lunge sammelt es Energie, die es dann abschießt. Es kümmert sich so lange um Groldra, bis dieses ausgewachsen ist. Nutzasa. Na, verdammt. Ja, dann absorbier du mal. Bevor du es abschießt, bist du schon längst im Ball. Du kannst im Ball den Solarstrahl abfeuern. Mal sehen, ob dir das gefällt. Tutsasa emittiert Pokébälle, aber ob es damit auch andere Pokémon täuschen kann, ist unklar. Möchtest du uns das deinem Spitznamen geben? Nein. Dieser Reset geht mir auf den Piss. Sogar die Weiterentwicklung, komm, let's go. Ich weiß, ich hab den schon, aber egal, ist mir egal, egal. Ach, leck mich doch. Oh, scheißegal. Dort wurde das Unheilsgefäß versiegelt. Kann ich ja hier jederzeit wiederkommen.
ist ja ganz schön weit weg, das andere. Was lebt denn das so lang? Ja, komm, mal rausziehen. So, jetzt kommen wir auch leichter an die Dinger ran, ne? Nächste ist auf dieser Insel. Falsche Insel. Kann das sein? Oder habe ich das schon? Ich glaube, das habe ich schon. Ich habe es noch nicht markiert. Doch, da ist es. Ah, ich wollte schon sagen. Warte mal, nee, das ist grün. Doch, ja, grün brauchen wir. Ganz schön weit weg. Von hier aus sehr gut zu erreichen. Besonders jetzt, wo wir klettern können. Oh, warum will denn jetzt Twitch nicht bei mir? Was soll denn der Kack? Er ist obligat. Ja, die habe ich noch. Oh, doch. Okay, ich habe nichts gedacht. Ciao.
Und ich muss da hoch. Ich muss da hoch, okay. Aber jetzt ist kein Problem. Und dann mache ich wieder den Dark wird mich hassen. So, ich stelle erstmal das automatische Speichern aus. So, ein Siegel noch. Dieses Siegel soll hier irgendwo sein. Wie gesagt, diese zwei Pokémon will ich noch haben. Oh nein, das des Bodens, ne? Ich kann nicht paralysieren. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Ich kann nicht paralysieren. Das wird mühsam. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Nein, ich hab das andere getroffen. Nein, ich will doch nicht euch. Ich wollte ich. Ein Koloball. Na, oh, verdammt, warum triffst du nie? Der ist so viel zum Thema 100% am Arsch. Nice, global. Im Horn seines Oberkiefers speichert es Eisenergie, wodurch dieses eisige Temperaturen annimmt und sein Umfeld einfriert. Alter, 700 Kilo, was ist das für ein Schwergewicht?
Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Möchtest du den Schrein berühren? Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Das ist wirklich ein Gefäß. Lu. Dingyu. Ja. Dark, hasse mich. Dinglu schwingt es seinen außerordentlich schweren Kopf langsam zu Boden, kann es gewaltig Erdspalten von 50 Meter Tiefe verursachen. Mein Twitch spackt so sehr, dass ich nicht mal deine Emote sehe. Marty Schmoll. Das ist das Einzige, was ich sehe. Achso, jetzt sehe ich's. Was denn, Doug? Wie viele Überbälle hast du denn gebraucht? Das Lustige ist, ich mache die gerade wirklich der Reihenfolge nach, ne? 20 oder so? Oh. Ja. Ich nicht. Nee, Spaß. Ich weiß, wie man Pokémon schwächt, um sie zu fangen. Aber gut, Glück ist auch mit der Sache und bei Legendären habe ich irgendwie immer Glück. Der erste hat dafür ewig gebraucht. So. So, jetzt haben wir aber noch hier. Den anderen holen wir uns natürlich ab.